Hast du Bock, mal dabei zu sein, wie ich die Teilnehmer der Academy coache? Dann bleib dran. Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und heute gibt es was ganz Besonderes. Heute gibt es die Aufzeichnung des öffentlichen Live-Coachings mit den Teilnehmern der Business Bootcamp Academy. Ja, jede Woche in etwa gibt es ein Live-Coaching mit Teilnehmern der Academy, die dann die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen, wo ich dann mit Gesprächen zum Ergebnis hinführe oder ihnen Tipps gebe, sie berate oder wie auch immer. Und dieses Live-Coaching haben wir Ende des Jahres mal öffentlich gemacht. Es waren 300 Leute mit dabei. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und wir haben das aufgezeichnet und diese Aufzeichnung möchten wir euch jetzt zur Verfügung stellen. Und bevor es losgeht, vielleicht noch ein paar Gedanken. Du kannst diese Aufzeichnung aus der Perspektive sehen, wie wenn du selbst in der Academy wärst. Denn die Fragen, die da gestellt werden, die betreffen dich mit Sicherheit auch. Also du wirst Parallelen entdecken, wirst dann Tipps bekommen, kannst sie notieren. Du kannst aber auch dieses Live-Coaching aus der Perspektive sehen, mal gucken, wie der Kelvin coacht. Und da muss ich vielleicht noch was erklären, denn Coaching, das klassische Coaching, ist für mich eher 1:1, Personal Coaching, längerer Zeitraum, Gespräche führen, zu den Antworten hinführen, Dinge erarbeiten und so weiter. Online via Zoom, das ist nicht wirklich ein Coaching. Es sind Coaching-Elemente mit drin, aber es ist auch sehr, sehr viel Beratung, muss man ganz ehrlich sagen. Und das wirst du auch im Video sehen. Es gibt Beispiele, wo ich Fragen stelle, zum Ergebnis hinführe, bei anderen berate ich eher. Also es ist so eine Mischung. Ich sage das auch im Video, dadurch, dass sehr viele Gäste mit dabei waren, also die nicht in der Academy waren, habe ich auch versucht, ein paar Tipps mit einzubringen, die man ein bisschen allgemeiner halten kann. Also gönn dir einfach, lehn dich zurück, mach dir deine Notizen. Du musst auch nicht permanent auf den Bildschirm schauen, weil es ja auch länger geht. Wie gesagt, schau es dir mal komplett an, schreib Elemente raus, wo du einfach sagst, sehr, sehr spannend. Und wenn du irgendwo zwischendrin auch gerne den Drang verspürst, was unter dieses Video zu kommentieren, ich würde mich sehr, sehr freuen. Du kannst mir auch gerne mal unter das Video kommentieren, ob du es bis zum Ende geschaut hast, ob du dir so ein öffentliches Live-Coaching vielleicht nochmal wünschst, gerne auch mal andere Formatvorschläge. Also der Kanal ist eh für dich, primär auch für die Teilnehmer der Academy. Jetzt erstmal viel, viel Spaß mit dem Coaching und ich freue mich schon auf dein Feedback. Let's go! Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zum nächsten Academy Live-Coaching. Wir haben den 28. Dezember, 15.59 Uhr, 16 Uhr. Und wir sind heute 268 Teilnehmer. Keine 60 wie sonst, keine 80 wie sonst. 270 Teilnehmer. Das liegt daran, dass dieses Live-Coaching öffentlich ist. Alle gerne jetzt die Kamera deaktivieren, die nicht zu sehen sein wollen. Wobei, ich bin ja eh in der Sprecheransicht. Also eigentlich sollte man eh nur mich sehen. Wir haben uns mal dafür entschlossen, so ein Live-Coaching öffentlich zu machen. Unter mehreren Aspekten. Ich würde mal sagen, unter drei Aspekten. Der erste Aspekt, dass alle mal außerhalb sehen, wie sowas abläuft. Ist mit Sicherheit ganz spannend, dass man es mal sieht, wie das abläuft und so weiter. Der zweite Aspekt ist, dass gerade diejenigen, die vielleicht selbst im Coaching sind, auch mal sehen, wie coacht der Kelvin live. Ne, ist vielleicht auch ganz spannend, das mal zu sehen. Und der dritte Aspekt, und ich würde fast sagen, das ist der wichtigste, man kann immer was lernen. Also selbst wenn eine andere Person eine Frage stellt, jetzt muss ich mal die Mucke noch im Hintergrund ausmachen, selbst wenn eine andere Person eine Frage stellt, ist es vielleicht eine Frage, die auch andere wiederum beschäftigt und deswegen hilft dann so eine Antwort mit Sicherheit auch mehreren. Und was ich euch jetzt empfehle, ist, dass ihr euch zurücklehnt, zuschaut. Wenn ich ab und zu mal was im Chat reinposte und sag so oder frage, schreibt man in den Chat, dann ja. Ansonsten bitte zurücklehnen, Schreibzeug raus, Notizen machen. Ich werde dieses Live-Coaching wie immer durchführen mit den Academy-Teilnehmern. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen besonderen Anschiss oder eine besondere Fürsorge. Ich lasse mich einfach flowen, so. Ich mache einfach, wie es ist. Bin aber gut drauf. Und wir machen das wie immer. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, vielleicht auch ein paar allgemeine Tipps mit reinzupacken, je nachdem, wie die Frage ist. Ich weiß nicht, welche Fragen das kommen. Ist immer anders. Ich glaube nicht, dass wir alle Fragen dran nehmen können. Ich denke mal, wir kommen auf jeden Fall irgendwo bis Elias, Lara, Rico
Und die anderen Fragen müssen wir dann aufs nächste Live-Coaching vielleicht verschieben. Zu den nächsten Terminen für die Academy-Teilnehmer, nur für die Academy-Teilnehmer jetzt. Die gebe ich immer zu Beginn bekannt. Wir haben nächste Woche am Donnerstag um 12 Uhr das nächste Live-Coaching. Termine findet ihr dann auch im Mitgliederbereich. Nächste Woche Donnerstag 12 Uhr. Und dann wieder am 12. Januar mit einem Spezialgast. Den habe ich bereits hier auch schon gesehen im Chat. Der John. Der John ist nicht nur jemand, den ich auch coache, sondern der hat auch unseren ganzen Online-Shop, Online-Store mitgeholfen, das zu machen. Und den lasse ich auf euch los am 12. um 16 Uhr, wo ihr eure ganzen Fragen stellen könnt zum Thema Shop. Welcher Shop macht Sinn? Was muss man achten, wenn man Produkte online verkaufen will mit der Abrechnung, DSGVO und was weiß ich? Also John gehört zu den absoluten Killer-Top-Leuten, was so Online-Shops angeht. Und es geht darum, euch zu beraten, euch Fragen zu beantworten, wenn ihr einen Shop machen wollt, wie es schnell ist, wie es einfach ist, wie es legitim ist, was man beachten muss und so weiter. Also, 12. Januar ist da der nächste Termin für die Academy-Teilnehmer. So, jetzt fangen wir an. Und wir fangen an mit Jasmin. Ich habe mir extra eine Frage für dich ausgesucht. Hi, ich bin die Jasmin da Costa, bei mir dreht sich... Warte mal ganz kurz, Jasmin, jetzt müssen wir nur mal die anderen fragen. Habt ihr gerade Jasmin gesehen? Nee, ne? Nee, okay. Okay. Warte mal. Du bist jetzt die erste Versuchsperson. Warte mal. Selbstansicht. Spotlight-Videos entfernen. Sag jetzt nochmal was. Hallo? Jetzt sieht man dich, glaube ich. Jetzt sieht man mich? Genau. Und sieht man mich jetzt auch? Nee, ne? Also ich sehe dich. Ah doch, die anderen. Okay, alles klar. Dann hau raus. Also, let's go. Okay, hi. Also, mein Name ist Jasmin da Costa. Ich bin Expertin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und ich helfe dir dabei, die komplette Power aus dir rauszuholen und erfolgreich in dein Business umzusetzen. So, und ich habe eine Frage zum Thema Preiserhöhung. Warte ganz kurz. Für alle die Erklärung, bevor jemand eine Frage stellt, geht es ganz kurz darum zu sagen, was man macht, einen kleinen Pitch, dass alle anderen, die sonst immer dabei sind, normalerweise nur Academy-Teilnehmer, wissen, aha, diese Person, mit der könnte ich vielleicht netzwerken, was zusammen machen, die muss ich mal anschreiben, ne? Weil wir sind in der Zwischenzeit über 400 Leute in der Academy und da entstehen sehr viele Netzwerke und deswegen bei jeder Frage muss man ganz kurz sagen, was man macht. So, Frage Preiserhöhung. Okay, also Frage zur Preiserhöhung. Okay, empfiehlst du generell, also eine Preiserhöhung ja, aber empfiehlst du sie bewusst anzukündigen und wenn ja, wie? Im Dienstleistungsbereich oder für Produkte? Ja, ein Produkt, aber das ist mit Dienstleistung verbunden. Also es ist ein Coaching, ja. Aber da ist ein Produkt dabei. Also bei Dienstleistungen im Sinne, ob das jetzt Fotografie ist, Betreuung, Coaching, was auch immer, sage ich, muss man nicht immer ankündigen. Mhm. Wenn ich es ankündigen würde, würde ich es einmal auf einem Kanal machen, wo ich allen meinen Stammkunden vielleicht, wenn es möglich ist, die Info zukommen lasse und sage, Leute, ab nächstes Jahr wird ein bisschen was angepasst. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn man einen Preis erhöht im Dienstleistungsbereich, und dann ein Stammkunde kommt und sagt, oh, shit, wann hast du den erhöht? Dann kann man auch mal sagen, pass auf, dir gebe ich es zum alten Preis noch. Irgendwann muss man natürlich mal eine Grenze ziehen. Das heißt, da muss man nicht ankündigen. Okay. So in dem Sinne. Bei Produkten würde ich das aber regelmäßig auf meinen Social Networks machen und sagen, Freunde, es ist an der Zeit, ab nächsten Monat, also oder ab nächsten, in zwei Monaten, also mit einer Vorlaufzeit, würde ich sagen, wird angepasst, nicht erhöht, es wird angepasst. Okay. Und ja. Und im Prinzip, wir müssen gar nichts, wir können einfach machen. Es ist halt fair, im Vorfeld so ein bisschen zu sagen, falls eh schon einer grübelt, dass man dann sagt, also Academy, ab nächstes Jahr 500 Euro mehr, das ist aber dann der Originalpreis wieder. Jetzt gerade gibt es sie günstiger und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und okay, und gibt es da eine Spanne an prozentualem Satz, wo du sagst, boah, geh da bitte nicht drüber, so aus deiner Erfahrung heraus? Von der Erhöhung? Ja. Also, je nachdem, wie teuer du bist, ne? Wenn du was anbietest für 200 Euro, kannst du mal verdreifachen. Wenn du was anbietest für 2000 Euro, ist verdreifachen natürlich ein bisschen schwierig. In deinem Fall, von welchem Produkt reden wir? Was kostet es?
Also es war bei 400 und ich bin jetzt bei 990. Eine Weiterbildung mit Dienstleistungselementen. Ja, genau. Ist ein Produkt mit und einem... Wo bist du jetzt? Von 400 auf? Genau, bei 400 und bei 990. Möchte ich auf 990 gehen. Das ist schon ein Sprung. Also die Erfahrung sagt, ich habe gefragt, bewusst, was wärst du bereit, wenn du jetzt weißt, was es gab? Die haben alle gesagt 1200. Im Nachhinein. Nur trotzdem. Ich würd von 499 auf 699 gehen und würde aber den Wert, wo es am Ende rauskommt, kommunizieren. Also 699 statt 999. Okay. Anders ich würde es schrittweise machen. Das ist schon, verdoppeln ist da schon... Ein schneller Sprung. Ja, vor allen Dingen, weißt du, du willst ja auch erstmal haben, dass es füllt und ja, da muss man ein bisschen Gelegenheit geben, da darf man noch nicht so sehr ans Geld denken und so und da würde ich ein bisschen langsamer vorgehen. Okay, merci. Viel Spaß noch. Dankeschön. So, dann Andreas. Hallo, ihr hört mich? Mhm. Ja, perfekt. Ich bin der Andreas, ich bin Abnehmexperte und ich helfe Unternehmern und Selbstständigen dabei, den Bauch loszuwerden und das Ganze langfristig und mit wenig Zeitaufwand und ohne Verzicht. Und ich habe heute eine Frage mitgebracht zum Thema Heißakquise. Ich würde hier gerne noch ein bisschen ergänzen. Ja, gerne. Weil der Pitch ist noch so ein bisschen standardmäßig. Weil du hast hier hinten dran, und das hat er immer da stehen, bei jedem Live-Coaching, nicht nur jetzt, weil es öffentlich ist, wann wirst du abnehmen Schwarzgurt? Warum bringst du das nicht mit rein? Okay. Das ist doch das, wo wir selber neulich noch erst gesprochen haben, was, weißt du bist ja kein normaler Personal Trainer. Und sag doch, vielleicht habt ihr mich neulich in der Ringecke beim Promi-Boxen gesehen. Falls nicht, ich bin der Andreas und ich verleihe den schwarzen Gurt im Abnehmen, weil ich selbst einen schwarzen Gurt, okay, im Kampfsport, aber eigentlich konzentriere ich mich aufs Abnehmen. Boom! Okay, also wirklich nochmal noch mehr rein. Ja, das war schon gut, aber ich wollte es noch ergänzen, Freunde. Das ist nicht einfach nur irgendjemand, der beim Abnehmen hilft. Es hat schon einen Grund, warum er in der Ecke stand, ne? Promi-Boxen und warum hier Schwarzgurt steht. Genau. Okay, Andreas. Frage Heißakquise. Und zwar bei der Heißakquise selbst. Ich habe nur positive Resonanz, das ist mega cool. Aber ich habe natürlich noch niemanden, der so direkt bucht. Wenn ich jetzt natürlich durch die Livestreams, durch einen guten Feed, durch die Stories baue ich das Vertrauen auf. Aber würdest du auch irgendwann mal in eine Art Follow-up gehen? Wie machst du Heißakquise? Machst du das über aus? Sprachmemo oder über Schreiben? Sprachmemo. Okay. Und von welchem Zeitraum reden wir? Also wie lange machst du das jetzt schon? 3 Monate, 2 Monate, 2, 3 Monate Zeit. Okay, ja. Und was sind die Gründe oder was sind die Argumente, bietest du an und sagst, also machst du es so mit den 2 Sätzen? Ich mache so, wie du es empfiehlst, ganz klar nur, hallo, schön, dass du da bist. Wenn du Hilfe brauchst oder Unterstützung, okay, dann lass uns doch, wenn du willst, connecten. Okay, dann würde ich jetzt in die zweite Phase gehen, wo du dann auch mal gezielt dir Personen raussuchst und sagst, okay, woran liegt's? Du bist jetzt schon eine Weile hier. Warum sind wir noch nicht zusammengekommen? Ich will es einfach nur verstehen. Und da ist aber einfach nach Gefühl. Die Namen, wo du merkst, da ist jemand regelmäßig aktiv. Und was auch ganz wichtig ist, das habe ich ja neulich in einem Video erklärt, haltet nicht an eurer Berufsbezeichnung fest, nicht im nächsten Jahr. Das heißt, wenn du jetzt merkst, da ist jemand und sagt, naja, also abnehmen ist es gar nicht, ne? Vielleicht ist es der Kampfsport, vielleicht ist es, weißt du, auch Mindset. Also du musst nicht darauf, sondern du fragst, mal, warum sind wir nicht zusammengekommen? Dann sagt die Person, naja, ich will nicht abnehmen. Aber wo bist du? Warum bist du auf meinem Account? Ja, dann lass uns doch da tiefer reingehen. Okay. Also da kannst du jetzt in die zweite Phase dann gehen. Okay, cool. Alles immer, wie gesagt, nur auf den eigenen Kanälen. Das ist auch ganz wichtig für die ganzen Zuschauer hier. Ich habe da heute ein Telegram Real Talk Statement rausgehauen. Wir distanzieren uns von den ganzen Scheiß-Akquise-Methoden da draus, wo irgendwelche Leute angeschrieben werden, oh, du folgst Calvin Hollywood, ich habe dein Profil entdeckt. Wir akquirieren nicht auf anderen Kanälen, nur in den eigenen Reihen. Also niemand hier wird gecoacht, auf irgendeinen Kanal zu gehen und irgendjemand eine Sprachmemo zu schicken. Weil das machen wir nicht, okay? Es wird nur im eigenen LAN-Geschäft akquiriert. Das heißt, der Andreas kontaktiert seine eigenen Follower. Der geht nicht auf einen anderen Kanal und sagt, hey, ich habe gesehen, du folgst Calvin, lass uns mal... Das ist Bullshit. Das machen wir nicht.
nur, ich will hier keine Namen lesen, Matthias. Ne? Wir machen es einfach nicht so. Ich will mich nur davon distanzieren. Also, Andreas, viel Spaß. Danke. So, ihr müsst dann noch die Hand senken, Jasmin und Andreas. Das müsst ihr manuell wahrscheinlich machen. Dennis. Hallo Kevin, ich bin der Dennis. Ich habe eine Agentur, die hat den Slogan So wie du Business. Und da kümmern wir uns darum, dass der Kunde entsprechend ja sein Business so gestalten kann, wie es zu ihm passt. Und zum anderen, dass wir entsprechend auch ihn, seinen Webauftritt so gestalten, dass entsprechend er so wahrgenommen wird, wie er halt auch ist. Und jetzt habe ich eine Frage. Und zwar habe ich jetzt meinen Videokurs fertig gemacht in dem Business-Bereich zum Thema Business Mindset. Das sind jetzt 4 Stunden Inhalt geworden. Und jetzt habe ich die Frage aufgrund der Frage, die ich gestern auch gestellt habe im Livestream bei dir auf Instagram. Wie würdest du den bepreisen und bewerben? Also ich dachte erst an Hochpreis, auch wegen der wahrgenommenen Kompetenz und der Energie, die ich reingesteckt habe. Und das ist ja nun mal die Essenz meiner letzten 10 Jahre, sage ich jetzt mal. Aber andererseits ist die Mission ja, das auch möglichst vielen Leuten ja beizubringen und denen das weiterzugeben. Und okay, check. Ja, genau. Das ist jetzt mein Problem. Ein Problem ist es nicht. Ja, ja. Die Situation. Also, zuerst einmal, mag sein, dass du viel Aufwand rein investiert hast. Nur, weißt du, wenn du jetzt hochpreisig gehst in dem Bereich, die Frage ist, bist du als Business Coach bereits bekannt oder als Agenturdienstleister? Und wenn du jetzt auf deinen ganzen Social Networks noch nicht auf Bühnen gesprochen hast, noch keine Bücher dazu geschrieben hast, noch kein Branding hast, der endlich verrät er, wie er es macht, bist du in meiner Meinung nach nicht berechtigt, hochpreisig zu gehen. Selbst wenn du viele Erfahrungen darin hast. Aber es ist eine Sache, Erfahrung darin zu haben und eine andere, es anderen mitzugeben. Von dem her würde ich hier nicht hochpreisig gehen. Im Gegenteil, wenn es jetzt nur ein Videokurs ist, ohne Live-Coaching-Elemente, bei 4 Stunden, ich würde niedrig anhalten, 79, 99 Euro irgendwo in dem Bereich, weil du wirst merken, es ist ein hartes Brot, es zu vertreiben. Das ist und bleibt ein hartes Brot, es zu vertreiben. Und du solltest da den Einstieg finden. Und deswegen würde ich nicht so hochpreisig gehen, weil ich mir halt vorstellen könnte, dass das schon... Was sagt dein Gefühl? Wie viele verkaufst du? Relativ schnell. Wie viele verkaufst du relativ schnell? Ganz schwierig. Siehst du? Ja. Du hast kein Gefühl. Und du brauchst keine Angst haben um deine wahrgenommene Kompetenz. Geh günstiger. Mach allen eine Freude, die da zuschlagen. Wenn es am Ende nur 10 Leute sind. Ja und? Kümmere dich um die 10 Menschen. Und aus 10 wird vielleicht 100. Das erste Produkt sollte nie hochpreisig sein. Wie viele Kurse hast du schon rausgebracht? Hörbuch und ein Kurs. Ja. Das ist noch nicht viel. Weißt du, die Community muss sich dran gewöhnen und so. Und ich würde nicht hochpreisig gehen. Mein erstes Produkt hat 20 Euro gekostet. Okay, ein Bedenken war bei mir natürlich auch die Wertschätzung des Inhalts. Also ist ja auch an Preis gewisserweise gebunden. Ne? Ja, aber weißt du, wenn du den Proof woanders hast, also ich verschenke jetzt was. Soll ich jetzt Angst haben, dass keiner mehr eine Wertschätzung hat, weil ich es verschenke? Ich habe neulich 7 Videotrainings auf YouTube verschenkt. Muss ich jetzt Angst haben, dass man mich nicht wertschätzt? Es kommt darauf an, wie du es machst. Okay. Wir hatten das schon ganz oft in der Academy. Ah, mein Herz, 99 Euro, eigentlich würde ich gerne, ne? Ich verstehe das alles. Aber das ist scheißegal, dein Herz, wie du dich fühlst. Weil du machst es nicht für dich. Wenn du es für dich machen willst, dann verlang doch 4.000 Euro. Und genieß, wie es auf der Website steht, dass 4.000 Euro kostet. Und freu dich darüber, dass keine Sau kauft. Ah, aber ich habe meinen Wert, ich biete was an für 4.000 Euro. Dafür brauchst du kein Produkt, kannst du irgendwas auf die Website packen. Es geht nicht um dich, wie du dich fühlst. Und du wirst genau die gleiche Freude haben, wenn jemand für 99 Euro kauft. Gut, okay. Dann verkauf erstmal für 99 Euro an 5 Leute. Und da können wir weiterreden. Alles klar, machen wir so. Und denk dran, wenn du den dann rausbringst, dann sollte sich dein
Social Account auch danach richten. Also wenn ich jetzt einen Kurs rausbringe über Rhetorik, da muss ich permanent über Rhetorik sprechen, permanent auf meinen Social Media Networks, sonst entsteht ja kein Bedarf, dass gekauft wird. Das heißt, wenn du jetzt einen Kurs rausbringst über Business Mindset, müssen deine Social Networks alle auf Business Mindset gehen. Und mit jedem Post wird getriggert, davon hätte ich gerne mehr. Okay, entsprechend auch Inhalte aus dem Kurs dann auch. Kann man auch mal Kursinhalte zeigen, man muss halt Bedarf generieren. Okay, gut. Viel Erfolg, Dennis. Danke. So, Jonas. So, einen schönen guten Abend erstmal an alle 300 Leute hier. Das ist ja mega, dass es so viele geworden sind. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jonas, ich bin High-Performance- und Mindset-Coach und ich helfe Menschen dabei, sich freier und gelöster zu fühlen, indem sie ihre mentalen und emotionalen Ketten sprengen. Und das ist ein geiler Typ. Danke. Jonas, deine Fragen sind immer sensationell, also die Messlatte liegt jetzt hoch. Oh, jetzt hast du aber, okay. Du stellst immer, muss ganz ehrlich sagen, von allen, würde ich sagen, gehörst du zu den Top 3 mit den geilsten Fragen. Oh, das ist eine ganz schöne Ehre. Dankeschön. Ja, und wenn du es jetzt versaust, das wäre scheiße. Meine Frage ist, worauf, wenn du nochmal dein allererstes Seminar durchführen dürftest, worauf würdest du deinen Hauptfokus legen bei der Planung und Durchführung, beziehungsweise was sind deine 3 Top-Learnings, die sich bei dir in den Seminaren rauskristallisiert haben in den letzten Jahren? Das ist brutal, oder? Aber Leute, das Ding ist im Detail. Er hat mir gesagt, wenn du jetzt nochmal dein Seminar machen würdest, dürftest. Das sind so die Sprache im Detail. Jonas, du bist ein geiler Typ. Danke. Also wir müssen nochmal irgendwie ein zweites Business aufbauen, weil, ja, da müssen wir extra nochmal drüber reden. Okay. Also, okay. Den Hauptaugenmerk würde ich auf Social Media, um das zu füllen. Also wenn ich es heute wieder zum ersten Mal machen dürfte, wie damals, war ich immer sehr präsent auf Social Media, Livestreams, da habe kommentiert wie irre. Und jedes Mal, wenn man mich angeklickt hat, kam dann irgendwo der Hinweis, ey, nächstes Online-Event, sei dabei. So, ne? Also so habe ich es halt damals gefüllt. Ich war übertrieben aktiv. So. Und was die Durchführung angeht, ist es wichtig, dass es gerade in der heutigen Zeit, Fachwissen ist wichtig, aber es geht um die Stimmung, es geht um die Atmosphäre, es geht um Spaß, um Freundschaftlichkeit. Fachwissen wirst du du kriegst so viel Fachwissen. Es geht darum, jemanden zu erreichen. Und da ist halt Stimmung ganz wichtig, die ersten Minuten, auch wie man sich anmeldet, ist es kompliziert, 18.000 Bestätigungslinks. Also Zoom, wer noch nie in Zoom war, oh Gott, ne? Wann muss ich da klicken? Am einfachsten ist vielleicht eine Facebook-Gruppe, da kennt sich irgendwie jeder aus. Ich würde es schon so mit Zoom machen und so, ein bisschen professioneller, auch mit Eventbrite vorher. Genau. Aber den Leuten halt so einfach wie möglich machen und vielleicht sogar, um das Erste zu füllen, gar nichts groß mit registrieren, sondern schreib mir einfach eine Nachricht, wenn du dabei sein willst, ich sag dir dann Bescheid. Und dann, weißt du, am Anfang musst du ja froh sein, wenn du mal 30 Teilnehmer hast oder 20. Da kannst du auch manuell mit denen, ey, Timo, wollt ihr gerade nochmal Bescheid sagen, ich schicke dir jetzt einen Link rüber, in 3 Stunden geht's los. Okay. Also, je vertrauter und individueller du es aufziehst, umso eher sind Menschen dabei. Wenn du dein erstes Online-Event, dein erstes Seminar machst und dann nach dem Prinzip, hier könnt ihr euch anmelden, E-Mail-Eintragung, Funnel und das läuft alles automatisch, wir sehen uns dann beim Event. Das kannst du mal machen, weißt du, wenn du durch bist, so. Aber am Anfang freust du dich über jede einzelne Person. Das ist wie wenn du eine Hausparty schmeißt für die ersten 30 Leute bei dir zu Hause. Ja, da würdest du auch nicht über ein System gehen, über ein Management. Da läufst du auf der Straße rum und dann rufst du sie an, ey Chris, pass auf, kannst vorbeikommen, 17 Uhr, ne, wir sehen uns später, boom. Okay,
Ich habe das jetzt quasi erstmal übers Geisterprinzip gemacht und das hat schon sehr gut geklappt und würden einfach nochmal, also das waren quasi die schon sehr eng mit mir in Kontakt stehen. Und würdest du jetzt sagen, trotzdem die Fragen, die sich halt noch nicht so gemeldet haben, noch nicht in den Stories waren? Aus dem Geisterprinzip wir dann öffentlich. Weißt du, wenn du über das Geisterprinzip, jetzt kommt halt Academy-Inhalt, Leute, sorry. Wenn du darüber die ersten 4, 5 hast, sodass du sagst, okay, ich glaube, ich könnte es durchführen, es könnte was werden. Und dann ballerst du komplett raus. Mhm. Okay. Also. Komplett, permanent, überall. Schauen, ob du irgendwo in eine andere Story noch mit reinkommst, Cross-Promotion, Interview, gemeinsame Livestreams, da zählt dann jeder Einzelne. Am Anfang ist es halt ein Kampf. Okay, alles klar, Dankeschön. Hast mich nicht enttäuscht. Danke. Ich habe jetzt zwar keine, doch 3 Tipps waren irgendwo mit. Der fragt immer gleich noch 3 und noch 5 Tipps. Deine 17 besten Tipps. So, wir haben Claudia. Ja, hi. Ich bin Claudia und unterstütze Dienstleister und Unternehmer dabei, erfolgreich in Social Media zu starten und sich dort sicher zu bewegen. Meine Frage ist, ich habe morgen meinen wichtigsten Facebook-Live-Termin im Rahmen meines Geburtstages, wo wir meine Webseite launchen und die neuen Angebote. Welches der Produkte würdest du launchen? Würdest du ein Tagesseminar launchen und sagen, wenn ihr da noch dabei sein wollt, melde dich an oder tatsächlich so ein VIP-Coaching? Was ist der Unterschied? Der Preis und die Durchführung. Also das eine ist halt, fängt halt schon am 9.1. an oder findet am 9.1. statt, ist halt nicht so hochpreisig, ist aber jetzt noch bis zum 31. Dezember hat das noch meinen Geburtstagspreis. Pass auf, warum machst du dieses Event morgen? Um zu sagen, meine Webseite ist live. Und um meinen Geburtstag damit zu verknüpfen, aber auch um die Zusammenarbeit mit Bastian zu erzählen. Weil das ist, ich arbeite jetzt seit dem 1.12. mit Bastian zusammen und wir haben das quasi jetzt alles in 3 Wochen gewuppt. Und da wollten wir so ein bisschen erzählen, wie das war. Ein bisschen aber musst du da ein Produkt launchen? Musst du da ein Coaching anbieten? Nee, aber ich habe halt jetzt noch die vergünstigten Preise. Ab Januar werden die halt teurer. Auch das Tagesseminar wird dann teurer. Guck mal, wenn du so eine Website, wenn du dieses Event morgen machst, ja, und du sagst, der Sinn und Zweck des Events ist, deine Website zu präsentieren, ja, dann ist das nur was für dich. Was haben andere davon? Na, die lernen, wie ich diese Zusammenarbeit gestartet habe, wie so eine Zusammenarbeit funktioniert, wie ich dann Social Media da dran bin. Aber du hast gerade zu mir gesagt, du machst das Event morgen, um deine Website zu zeigen. Dann steht das wohl nicht an erster Stelle, steht wohl die Website an erster Stelle. Der Website-Launch natürlich, weil es ja was ganz Besonderes ist, die neue Webseite zu launchen. Auch. Und von aber was haben die Teilnehmer davon morgen? Dass sie zum einen mitbekommen, wie das bei mir läuft. Also sind auch viele Kunden dabei. Wie was läuft? Wie so eine, zum Beispiel so eine Zusammenarbeit mit Bastian läuft. Ja, wie sowas funktioniert. Ist es so ausgeschrieben? Ja, so ist es ausgeschrieben. Dann erklär das doch alles. Und die können natürlich auch was gewinnen, wenn sie dabei sind. Aber das würde ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde morgen gar nichts in den Fokus setzen mit Pitchen. Okay. Ich würde einmal nur sagen, hier ist meine neue Website und ich will euch jetzt mal erklären, wie das alles gelaufen ist und so weiter und Tipps geben und Einblicke. Aber weißt du, wenn du im Bereich Social Media unterstützt, wenn du jetzt deine Social Media Coach, das passt ja thematisch gar nicht rein. Ja, nur, dass ich halt jetzt die neuen Produkte auf der Webseite habe, ne? Das kann man am Rande erwähnen, aber das sieht man doch. Ja, okay, das kann man, also würdest du gar nicht. Kann man in einem Nachbar, in einem Nebensatz, das war ja wie bei mir mit der Weihnachtsaktion, neuer Store. Und ihr seht, es sind auch neue Coachings drin und so weiter. Ja. Falls ihr da Bock habt, zum Launch, zu meinem Geburtstag sind die jetzt auch noch 10 Tage etwas günstiger. Einfach nur, wenn ihr Bock habt, mit mir zusammenarbeiten. Das ist aber so am Rande. Ja, also nichts launchen, sondern wirklich quasi dieses neue Ereignis feiern und dann ist gut. Und immer im Sinne der Zuschauer. Ja, ich habe schon eine ganze Liste mit Learnings, die ich mitgeben will. Und die sollte natürlich am besten eine Relevanz haben zu dem, was also auf der Website zu finden ist. Die mit mir arbeiten, wissen das ja auch. Es gab ja schon 2 Lives, wo ich das angekündigt habe, dass ich mit ihm arbeite. Einmal schon so ein Status-Update. Und jetzt ist es halt fertig so.
Und das war jetzt halt so gut fertig, dass es halt gerade von dem Tag her passt. Wie gesagt, ein Bezug muss halt da sein. Ja. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt keinen Pitch vorbereitet oder so, aber ich habe jetzt hier 300 Leute und wenn ich jetzt, ich habe auch keinen Sonderdeal für die Academy, keinen, der nicht schon die ganze Zeit da war, aber angenommen, ich hätte jetzt einen, dann ist jetzt eine Relevanz da und wenn ich jetzt sage, Leute, heute können wir 1.000 Euro günstiger in die Academy, dann funktioniert das. So, es wird nicht so sein, ne? Ich sage es gleich, aber dann würde das, muss halt immer eine Relevanz da sein. Und wenn das ist, was du pitchst, noch ein bisschen weiter entfernt ist, dann lass es doch, konzentrier dich doch drauf. Verschenk doch lieber was. Sollen sich die Leute auf der Website eintragen, ihr könnt da direkt drauf gehen und dann kriegt ihr von mir noch einen Leitfaden. Hier findet ihr es mit dem Launch, auch ein neuer E-Mail-Verteiler, tragt euch da ein und dann kannst du später lieber nochmal was promoten. Ja, das ist eine gute Idee, weil die Sequenz finde ich auch eine gute Idee, ist mir aber auch gerade eingefallen. Ja, die Sequenz ist nämlich fertig geworden und die ist richtig gut. Ja, geil. Dann ist das dein Pitch. Dann sagst du einfach übrigens auf der Website da oben auf jeden Fall alle eintragen, da gibt es noch eine kleine Überraschung. Und dann sind sie doch drin. Ja, nee, dann ist es das super. Danke. Dann hat es auch mit der neuen Webseite zu tun. Perfekt. Ich danke dir. Alright. Viel Spaß. Danke. So. Elias, du geiler Typ. Wo ist er? Ich habe doch schon gedrückt. Aufhebung der Stummschaltung anfordern. Nochmal. So, jetzt. Hallo. Grüß dich. Was ist das für ein Mark Gallal Outfit? Nein, ich habe gerade ein YouTube-Video gedreht. Hau raus. Ich habe gerade ein YouTube. Es geht auch tatsächlich um YouTube. Ich habe dir schon eine WhatsApp geschickt. Ich mache gute Content-Videos. Warte mal, sag erst mal, wer du bist. Ach so. Ja, ich bin Elias Gold. Ich mache phänomenale Verkaufstrainings für alle Coaches da draußen. Mit meinem Mark Gallal Outfit heute. Gibt es auf YouTube eine Strategie oder soll ich nur Mehrwert oder soll ich so einmal im Monat auch mal an die anderen anecken, um ein bisschen polarisieren, um dann auch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen? Du hast für deine YouTube-Videos einen besseren Ton, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mikrofon und so, alles drum und dran. Okay, also du fragst nach einer Strategie für deinen YouTube-Kanal. Richtig. Okay, das Wichtigste ist, dass deine Videos in einem Style präsentiert werden, dass man dich sympathisch findet. Check. Viel Menschlichkeit rein. Du darfst schick aussehen, aber wie lange hat es gedauert, dass ich erkannt habe, dass du ein cooler Typ bist? Hat schon lange gedauert. Ja, am Anfang, wie du da auf deiner Couch saßt, ein Blick wie 3 Tage Regenwetter mit der Raufasertapete im Hintergrund. Das hat lange gedauert, weißt du? Und gerade in so einem Bereich, wo du jetzt tätig bist, da gibt es so viele Negativbeispiele an Unsympathie da draußen. Und deswegen ist halt wichtig, dass du von deiner Art her überzeugst. Und deswegen würde ich sagen, gerne gut aussehend, aber locker. Super locker, herzlich, authentisch. Und dann mit gutem Content überzeugen. Und während du den Content gibst, gerne auch hin und wieder mal mit einbringen, gegen was du bist. Und dann musst du das reinpacken, wo du halt schnell landest, mit dem du nichts zu tun haben willst. Ja, wir haben ein bisschen Rückkopplung dabei, aber ich denke, man versteht es trotzdem. Das bedeutet, du bringst in deine Lehrvideos mit Tipps auch mal, wie man es nicht macht. Also soll ich auch übertreiben mit zum Beispiel, Leute, Kaltakquise ist tot? Sowas. Nein, das ist eine harte Aussage. Das kannst du nicht behaupten, dass Kaltakquise tot ist. Ja, okay. Du kannst aber sagen, Freunde, ich bin überhaupt kein Fan von Kaltakquise. Da kann ich nicht schlafen, wenn ich nur an das Wort Kaltakquise, da wird mir schlecht. So, und jetzt hast du meine Sympathie, weil ich auch Kaltakquise hasse. Okay. Also, du brauchst keine extra Videos machen, um zu polarisieren. Wichtig ist, dass deine Videos, wie du sie durchführst, sehr vom Herzen, sehr vom Bauch kommen. Die dürfen nicht perfekt sein. Du brauchst ein sehr hochwertiges Videomaterial. Geiles Bild, geilen Sound, geiles Outfit, geiles Set, aber dann in deiner Durchführung mit Ecken und Kanten. Okay. Auf keinen Fall perfekt. Nicht du. Okay, gut. Weil du bist eh schon, weißt du, du bist eh schon in einer steifen Branche. Ja.
Und die Leute, das Feedback, was ich von dir mitbekomme, ist ja auch super positiv. Die Leute sollen dich mögen. Von wem bekommst du dein Feedback? Boah, hört man oder sehe ich ab und zu mal, wenn ich Kommentare hier und da lese. Okay. Dafür, dass du so anonym unterwegs bist, bist du manchmal schon überrascht. Ja. Du musst halt gucken, dass du nicht im Topf der vielen landest. Und das geht ja nicht deine Art. Deine Art ist wirklich ein Pluspunkt. Die Möglichkeit hat auch nicht jeder. Du bist ein sehr spezieller Typ. Und dadurch, dass es ja ein individuelles Coaching ist, würde ich dir empfehlen, bring das ein bisschen raus noch. Gut. Ist doch mal eine Strategie. Muss ich für dich gut anfühlen. Dankeschön. Kannst du damit arbeiten? Ja, damit kann ich arbeiten. Viel Spaß. Danke. Alright, dann machen wir weiter. Muss ich noch stumm schalten, falls du nicht getan hast. Warte mal. So, jetzt glaube ich stumm. Lara. Hallöchen, hört ihr mich? Jawohl, ja, Lara. Super. Aber du bist ein bisschen leise, ich glaube, deswegen bist du auch nicht in der Sprecheransicht hier. Okay, ich habe nämlich jetzt ein neues Mikro. Okay, jetzt kann ich dich sehen. Gut, ich bin Lara, ich bin BH-Expertin und verhelfe Frauen zu einem besseren Wohlfühlen anhand des perfekten BHs. Ja, ich möchte einen Podcast machen und ich bin gerade am Überlegen wegen dem Namen. Darf da Witz drin sein im Namen oder ist es dann zu unprofessionell? Also ich hatte jetzt sowas an, damit der Mops nicht hopst oder sowas gedacht. Also erstmal muss man dazu sagen, bei dir läuft es ja schon verdammt gut. Ne? Ich war ja super überrascht, als du in die Academy gekommen bist und mir neulich auch so Fragen stellst mit Franchise und so. Also guck mal in den Chat. Dankeschön, ihr seid toll. Was soll man? Damit der. Also das ist brutal. Okay, ich brauche die Frage nicht zu beantworten. Ja, ich glaube, der Name ist der richtige. Also ich sage da jetzt gar nichts mehr dazu. Perfekt. Dann war das jetzt eine kurze Frage. Hat sich also schon erledigt. Alles klar, super. Dankeschön. Gerne. So, Freunde, bevor wir mit Rico weitermachen, ich muss ganz kurz mal Toilette, weil der Booster brennt. Und ich glaube, wir machen heute 20 Minuten länger. Wir haben noch ein paar Fragen. Andreas, können wir runternehmen die Hand? Der war schon dran, dass ich ein bisschen einen Überblick habe. Leute, gib mir 1-2 Minuten. Und Humor ist super. Wollte sie nicht mal was zeigen? Sascha, der Elektriker. Willst du jetzt? Nee, ich bin lieber ruhig hier. So, also, 1,5 Minuten Pause und dann geht's gleich weiter. Der Booster brennt ist auch ein guter Slogan, ne? Wo wir gerade beim Motto sind. Mensch, Rico, jetzt bist du schon im Bild hier. Ich war's, Chef. Ach so, alles gut. Aber dann springt die Sprecheransicht nicht immer hin und her und man kann Ach ruhiger so. Zuhören. Okay, also funktioniert das jetzt hier? Sind wir jetzt beide zu sehen? Oder wie auch immer. So, ganz kurz. Normalerweise sind wir bei so einem Zoom-Call 60 bis 80 Leute. Manchmal auch 50. Es kommt drauf an. Und ja, heute halt schauen ein bisschen mehr zu. So, Rico, wir machen weiter, dass wir alle durchkriegen vielleicht heute doch. Aber die letzte Frage war nicht bis Sebastian und Elli. Also wir machen maximal bis André. Das ist schon mal ganz, ganz safe. Die anderen können runternehmen die Hand. So, Rico, leg los. Achso, muss man noch Stummschaltung anfordern. Moment, Entschuldigung, jetzt. So, ich glaube, mich hört man jetzt eigentlich, ne? Jawohl, ja. Ja, super, ich muss heute ein bisschen improvisieren hier mit dem Ton und so. Okay, so, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Rigo, ich bin Fotograf, Kinderfotograf aus Rostock, Kindergartenfotograf und ich sorge für Erinnerungen, die halt ein Leben lang bleiben und von Jahr zu Jahr immer wertvoller werden. So, meine Frage, wenn man jetzt einen schönen Instagram-Account machen möchte als Fotograf und hat zum Beispiel, wie in meinem Fall, drei Bereiche, Kindergartenfotografie, Hochzeitsfotografie und Businessfotografie, sollte man diesen Instagram-Account auch so gestalten oder lieber nur einen Bereich und dann mehrere Accounts? Wie heißt denn dein Instagram-Account? Rigos Megafoto-Ecke, so wie, ja, wie das Branding. Was ist das erste Wort? Rigos.
Um was geht's auf diesem Account? Ich präsentiere mich als Fotograf das, was ich kann und sortiere jetzt aus, indem ich auf deine Videos zugreife, finde deinen Traumkunden. Um was geht's bei diesem Account? Es geht darum, dass ich mich präsentiere als Fotograf. Du, also geht's um Rico? Naja, was die Leute davon haben, wenn sie zu mir kommen, ne? Also wenn sie zum Beispiel Business... Ach so, ist eine Werbeplattform. Nein. Also um was nochmal? Wie heißt dein Account nochmal? Der Account heißt Rigos Mega Fotoecke. So wie hier in diesem, ach hier ist er, Logo so zu sehen. Ne? Also geht's um Rico? Genau. Okay. Also wenn ich dir jetzt folge, weil du jetzt hier einen schönen Eindruck hinterlässt, ne, also gehen wir mal davon aus, es gucken jetzt einige zu. Den Account haben wir jetzt auch schon 15 Mal erwähnt. Warum denkst du, folgt man dir jetzt? Also was könnte ein Impuls sein? Übrigens, dieses Greenscreen, dir fehlt immer der halbe Arm. Das ist absoluter Rotz, ne? Ich weiß, ich muss heute improvisieren. Ich bin nicht zu Hause. Weil du hast so normal immer eine krasse Qualität, oder? Ja, eigentlich schon. Deswegen peinlich heute. Also, wenn dir jetzt jemand folgt, dann wette ich, folgt man dir wegen zwei Dingen. Als erstmal, ich will mal wissen, wer das ist und gucken, was er macht. Und wenn dein Machen, Kinder, Hochzeiten, Fitness, Sport, Museum, Familie, mit der Frau gemeinsam was essen ist, dann zeigt das das. Mach dann. Okay. Du baust ja keine Portfolio-Seite. Wenn du dein Portfolio zeigen willst, dann nimm 500 Pics oder geh, dann sollen die Leute auf deine Website gehen. Es muss ja noch einen Grund geben, warum die Leute auf deine Website gehen. Und auf die Website gehen sie in der Regel, um zu erfahren, aber wie ist seine Qualität? Du gehst nicht auf eine Website, um den Menschen kennenzulernen, sondern um zu sehen, was bietet er an und was kann diese Person? Und da kann es ja gerne verschiedene Webseiten geben. Aber auf Social Media geht es um dich als Person. Okay. Poste, was du willst, solange es sich gut anfühlt. Und wenn du etwas postest, immer im Sinne der Community. Also welcher Einblick könnte jetzt gerade spannend sein? Und da wirst du merken, einfach nur ein Bild reicht nicht. Eine Hintergrundinfo. Und wenn ein Paar, das demnächst heiratet, ein Kinderbild sieht und die Story dazu spannend ist, dann kann auch ein 19-Jähriger was mit dieser Story anfangen und sich unterhalten fühlen und den Post toll finden, weil er ein schönes Bild sieht, auch wenn er jetzt kein Kind hat. Ja, das habe ich schon gemerkt, wenn man so Bilder postet von den Kindern, wo man die Erlaubnis bekommen hat, die Eltern, die fahren da voll drauf ab, von wegen, oh, der Fotograf zeigt das Bild von meinem Kind. Das ist total cool so. Ja, aber weißt du, verpackt das allgemein so. Und denk einfach auch, ein Hundebesitzer soll damit Spaß haben. Du wirst schon die richtigen Leute anziehen. Wenn du das zeigst, wie du bist und was du machst, wirst du auch die richtigen Leute anziehen. Und du wirst wahrscheinlich nicht über Hunde posten, weil deine große Leidenschaft Fotografie ist. Also die Richtung entwickelt sich von fast ganz alleine. Aber es gibt halt, wenn du halt noch eine Vielseitigkeit drin hast, dann gehört es halt auch dazu. Ich habe jetzt so viel gezockt die letzten Tage. Also stell dir einfach vor, Instagram ist dein Tagebuch. In ein paar Jahren gehst du zurück und dann willst du sehen, wie du damals warst. Und das kannst du dann wunderbar anhand der Bilder machen. Okay, so werde ich es machen, Kevin. Super, super. Also setz dich da nicht so sehr unter Druck. Okay. Und denk dran, die Leute wollen dich kennenlernen in erster Linie. Und nächstes Mal mit einer geilen Bildqualität wieder zurück. Das ist ja fürchterlich da, wenn der halbe Körper fehlt. Versprochen, ich dachte lieber so als gar nicht, ne? Naja, bin ich mir nicht so sicher. Hätte ich mal die Rakete weggenommen. Du wolltest doch neulich erst in Erinnerung bleiben. Und hast so Gas gegeben und jetzt... Mach dir keinen Kopf, alles gut. So kann man auch in Erinnerung bleiben. Jetzt muss ich wieder erstmal hochsteigen den Berg. Nein, alles gut. Rico, wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt. Yes. So. Melanie. Hallo. Oh. Melanie, sag mal was, ich bin gespannt auf dein Bild. Hallo? Etwas lauter. Hallo? Jetzt, vielleicht muss ich meine hier mal lauter stellen. Nee. Jetzt sehe ich dich. Jetzt?
Hallo. Du bist ja auch eine Expertin für Greenscreen-Hintergründe, oder? Ja. Ich habe ein bisschen aufgewertet. Mega gut, mega gut. Es war früher immer, hatte es immer auch so Greenscreen, aber so ist es richtig schön. Ja, hallo, mein Name ist Melanie. Ich bin Coach für Selbstmanagement und Expertin für virtuelle Assistenz. Ich helfe Selbstständige zu mehr Produktivität, Fokus und mehr Freiheit. Das klingt sehr, sehr gut. Ich würde es gerne mal in meine Worte fassen, weil das sehr spannend ist für viele, die jetzt zuschauen. Melanie kommt aus der virtuellen Assistenz. Also sie sorgt dafür, dass andere weniger Arbeit haben und an die richtigen Personen kommen, die Arbeit abnehmen. Auch so ein bisschen Vermittlung. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, die Melanie im Auge zu behalten. Denn von Melanie gibt es nicht allzu viele. Weil das Thema virtuelle Assistenz, ganz spannendes Thema. Outsourcing, Arbeit abgeben, ganz spannendes Thema. Also, so viel zum Thema Melanie. Ja, ein paar gibt es noch, aber nicht so viele. So, deine Frage, Melanie. Also ich habe in letzter Zeit oder schon öfters gesehen, dass unter anderem zum Beispiel auch die Laura Seiler, die haben Formate, bei denen sie zum Beispiel Monatsmitgliedschaften für wenig Geld anbieten. Und die Frage ist, ob sich sowas überhaupt lohnt, also für 30 Euro im Monat irgendwas anzubieten, weil man ja dann auf Masse auch gehen muss schließlich. Oder ob das eventuell sogar leicht ist. Ob es sich für wen lohnt? Ja, für mich. Für mich natürlich. Erstmal musst du dich fragen, ob es sich für andere lohnt. Ja, andere, ja. Klar, die können günstiger reinkommen in mein Content. Okay, und wann lohnt es sich für dich? Wenn ganz viele drin sind. Warum? Ja, weil ich ja auch schließlich, also ich möchte ja nicht mit einer Person da sitzen, ja, und soll sich ja auch wirtschaftlich lohnen. Und ab wie viel Personen würde das gehen in deinem Fall? Ach, ja, das ist schwer zu sagen. Also, keine Ahnung, wenn das 30 Euro wären, dann wären 10 ja auch schon recht wenig. Also, ja, wenn das. Also, wie viele ungefähr? Ja, dann müsste ich schon ein paar hundert drin haben, ja. Okay. Und jetzt die Frage, schaffst du 100 Menschen davon zu begeistern? Ja, das wird schwer, ja. Schwer oder sehr schwer? Sehr schwer. Wie schwer ist es für Laura? Ja, klar, die hat ja eine höhere Reichweite, Bekanntheitsgrad, ja, für die ist das einfach. Würde es sich für mich lohnen? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Eher, ne? Ja, okay, ja. Also lohnt es sich für dich? Nein. Ich verstehe, Stopp. Ja. Du hast einen Faktor noch nicht bedacht. Angenommen, du bekommst nur 10 Leute rein. Mhm. Sind 300 Euro pro Monat. Lohnt sich das wirtschaftlich für dich? Ja, ist nicht unbedingt. Nein, okay, ist ja in Ordnung, nein. Aber die 10 Menschen, was ist, wenn eine Person weiter investiert in ein Format, was einmalig 3.500 Euro kostet. Nur eine Person. Ja, ja. Lohnt es sich dann? Dann lohnt es sich natürlich. Ja. Dann hast du 3.300 Euro im Monat gemacht. Mit nur 10 Teilnehmern. Ja, dann lohnt es sich. Darauf an, was du anbietest für die 30 Euro im Monat. Mit wie viel Aufwand das verbunden ist und was hinten dran hängt. Also das kann sich lohnen. Okay. Es lohnt sich dann, weißt du, also in erster Linie muss immer der Gegenüber gewinnen. Für den muss es als erstes lohnen. Aber in der Regel sind solche Formate schon auf mehrere ausgelegt, wenn du Reichweite hast. Mhm. Aber vielleicht kannst du daraus ja jetzt so ein Zwischending machen. Okay, ja, dann lass ich mir das nochmal durch den Kopf gehen. Jo. Danke. Und denk immer dran, wie gesagt, wenn es nur 10 Leute sind, wenn du den Job mit den 10 Menschen gut machst, die gehen ihren Weg weiter. Ja. Und wollen, wenn sie dann weiter mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn du das durchdacht hast und darauf aufbauen noch was ist, was sich gut anfühlt, was auch wirklich wieder in erster Linie für die andere Person was bringt, mega geil. Okay. Okay? Ja, danke. Gerne. Warte mal. So, jetzt Thomas.
Hallo und einen schönen guten Tag. Und zwar, mein Name ist Thomas Kadel von Hot & More Fotografie und ich biete die Fotografie mit Leidenschaft und Lifestyle der besonderen Art, aber auch Social Media, mal ganz anders. Das war ein Werbetext. Habe ich aber nicht aufgeschrieben. Ja, aber das war zu steif. Okay. Machst du immer noch die gleichen Bilder wie die ganze Zeit? So wie wir uns kennengelernt haben? Ja. Ja, dann sag doch, dass du heiße Bilder machst. Okay. Und Bilder mit heißen Mädels und heißen Autos. Ja. Und dass man die mit dir zusammen machen kann. Ja. Um den Social-Media-Schwung mal reinzubringen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Keine Sau hat entnommen, dass du echt geile Bilder machst. Ja. Okay, arbeite ich dran. Klartext, muss man doch nichts umschreiben. Ja. Guck mal, da fragt schon der Erste, sag mal Instagram. Okay, deine Frage, Thomas. Und zwar, ich habe jetzt für bis Frühjahr 10 Shootings an Privatpersonen, möchte aber auch mal an Autohäuser oder so ran. Ja. Wir machen ja hauptsächlich Heißakquise. Ist es sinnvoll, dass ich mir jetzt ein Autohaus hier in der Gegend raussuche und einfach mal ein Foto von mir auf Leinwand ziehe und dann unverbindlich einfach zuschicke als Geschenk, als Referenz? Ich würde es Ihnen einfach nur zeigen. Also ich würde Ihnen einfach irgendwie mal was zuschicken. Also das ist ja keine Heißakquise, das ist ja Kaltakquise. Ja, das weiß ich. Und bei der Kaltakquise habe ich ja gesagt, nehmt euch ein Budget und schickt dort ein Geschenk hin. Und das kann was Kleines sein, mit einem Bild, ein Auto, ein Mädel, ein Bild dazu und sagen, lass uns das mal zusammen. Weißt du, so kann ja auch so ein Matchbox-Auto sein, ein cooles und dann irgendwie eine Metapher. Da musst du ein bisschen kreativ sein, aber das ist Kaltakquise. Ja, das weiß ich. Ja. Würdest und du? Ganz ehrlich, ich empfehle dir, geh mal noch mehr den Weg, die Zeit wird kommen, Thomas, geh den Weg, da draußen gibt es ganz, ganz viele Fotografen, die haben keine coole Modelle, die lieben Autos und du kannst alles connecten. Ja. Das sieht man dir nicht an, da ist ein riesiger Markt. Ja. Da draußen gibt es genügend Menschen, die lieben Autos und die lieben coole Modelle und du hast beides, den Zugang. Hol dir die Autohäuser als Kooperationspartner dann, wenn es wieder offline abgeht mit Workshops und zusammen fotografieren, Erlebnis und so weiter. Ja. Das sind ja jetzt, brauchst du jetzt nicht denken, das sind die derbsten Schmuddelbilder, das sind einfach heiße Bilder, wie man es kennt von Kalender und so weiter. Ja, eben. Ja, das ist in Ordnung. Da ist genügend Zielgruppe da. Da geht richtig der Punk ab, wenn es offline wieder geht. Ja. Weil ich kenne es aus meiner Fotobranche. Ich habe kein Modell, kein gutes. So, du kennst sie. Ja, eine Karre wäre mal geil, so ein Model mit einer Karre. Ja, auch wenn es ein bisschen abgedroschen wirkt. Es gibt noch genügend, die haben da Bock drauf. Ja, das merke ich ganz extrem in letzter Zeit. Dann bau was auf und sag, Leute, sobald es geht, machst du Portfolio-Shootings. Für drei Leute, jeder zahlt 800 Euro. Und dann machst du da einen Tag Shooting mit einer Karre, Mädel, du organisierst alles, 400 Euro fürs Model für einen halben Tag, die 2000 Euro bleiben bei dir, am Ende geht jeder mit geilen Bildern nach Hause, weißt du, sowas in der Art. Ja, sollte ich dann, ich habe ja derzeit so meine neue Webseite in Planung, in der Galerie eine extra Rubrik, wo dann nur Mädels und Autos drauf sind. Kann man in die Richtung gehen, ja? Also du musst halt was anbieten, wo sich Leute in ein gemachtes Nest reinsetzen. Ja, genau, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und die Zeit kommt, sobald das wieder geht. Ja. Okay. Aber das brauchst du dann, weißt du, hört auf, das zu unterschreiben mit Social Media und Fotograf. Alter, fallt mit der Tür ins Haus. Richtig raus. Ich mache geile Bilder. Geil. Nicht ganz so geil wie die billigen Kalenderbilder, aber immer noch geil hochwertig. Ich organisiere ein Mädel, ich organisiere eine Karre.
kommst und dann zeige ich dir, wie man coole Bilder macht. Bumm. Ja. Scheißegal, wie es klingt. Okay. Ehrlichkeit und raus. Ja. Grüße an Marco und die Carrera-Bahn, was immer das auch meint. Ja, dann baust du den Pitch noch mit ein. Spielst du gern mit Autos? Pass auf, bei uns spielt man mit großen Autos. Und das Mädel gibt's noch mit dazu, aber nur für Bilder. Und bumm. Also, da ruhig voll durch die Tür. Okay, danke. Also, wir sehen uns. Wir sehen uns. Weißt du, nächstes Jahr Kapstadt, mein Freund, ne? Ja. Wenn ich es mache, nächstes Mal nehme ich dich mit. 100%. Okay, danke. Nächstes Mal bist du dabei. Okay, freue mich. Okay, gut. Thomas wollte schon mal mit auf ein Business Bootcamp in Kapstadt, aber damals habe ich dann zu ihm gesagt, noch nicht, lieber Thomas. Freut mich, dass du Geld ausgeben willst, aber noch nicht. Aber nächstes Mal ist er dabei. So, wir gehen nach England. What's up? Hi. Hello. Hi, ich bin Anja, ich bin Lerncoach aus England und ich helfe Menschen auch ohne Sprachtalent schnell und einfach Englisch zu sprechen. Meine Frage heute für dich, Kelvin, also ich will mich endlich 2021 noch mehr in die Öffentlichkeit trauen und bin gerade am Evaluieren der verschiedenen Plattformen und habe ja gesehen, dass du auf Twitch unterwegs bist die ganze Zeit. Ich habe mir das heute Morgen mal angeschaut und es ist ja doch noch sehr Gaming-lastig, aber ich wollte einfach fragen, ob du meinst, so im Grad in der Erwachsenenbildung, ist es vielleicht eine Nische, weil noch niemand drin ist, wo man da mal so einen Live-Chat machen sollte? Ist es, aber für dich noch nicht. Okay, cool. Dann kann ich das also, ist schön, dass du dich damit befasst, aber noch nicht. Das ist nicht die, die Zeit, kannst du sinnvoller investieren, mhm. Weil die Leute, die auf Twitch abhängen, die sind der englischen Sprache mächtig. Okay, gut. Und du kannst eher auf anderen Plattformen helfen. Also ich behaupte nach wie vor, auf Instagram sind einige, deren Englisch scheiße ist. Hm. Und deswegen haben sie nicht den Zugang zu bestimmten Weiterbildungen, zu bestimmten Dingen. Und wenn du helfen kannst, dass die Leute Englisch lernen, auf eine schöne, angenehme Art und Weise mit dir zusammen, die Spaß macht, dann ist das riesige Publikum jetzt nicht unbedingt auf Twitch, weil Twitch erfordert eine Eingewöhnungszeit, Einarbeitungszeit und so weiter. Deswegen würde ich da dir das jetzt noch nicht empfehlen. Aber ich habe eine andere Frage an dich. Ja. Wer sind denn deine Kooperationspartner? Gute Frage. Das ist auch in meiner To-Do-Liste, mir mal darüber Gedanken zu machen. Habe ich so noch nicht für mich evaluiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du denn ein Format, wo dir, also ich bin mir sicher, jeder im Chat hier kennt, oder fast jeder hier im Chat kennt eine Person, deren Englisch scheiße ist oder die kein Englisch kann. Was hast du für diese Person, wenn sie dir jemand empfiehlt? Ja, also ich habe im Moment nur passive Produkte, die sich an komplette Anfänger richten. Nein, anders formuliert. Ich empfehle dir jetzt jemand. Ja. Der bei dir bucht, was kriege ich? Ach so, was du jetzt bekommst. Mhm. Ein Dankeschön. Zu wenig. Ja, ich muss ehrlich sagen. Also ein Dankeschön reicht mir, wenn mir jemand auffällt, empfehle ich ihn dir. Aber wenn ich weiß, weil ich muss diese Person ja kontaktieren. Ich muss Zeit aufbringen, muss dich empfehlen, kurz erklären, was du machst und so weiter. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, nee, ich verstehe das schon. Und ja, ich habe mir auch mal ganz leicht nur Gedanken gemacht, es gibt ja wirklich in der Academy auch unheimlich Leute, wo das super passen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment war ich immer noch mir selber so ein bisschen im Weg, dass ich mich noch nicht so ganz in die Öffentlichkeit gewagt habe. Bis jetzt war ich ja immer eher im Hintergrund. Aber das kommt jetzt. Aber jetzt redest du gerade wieder etwas, was mit dir zu tun hat. Ja. Ich habe doch gerade mit dieser Vorlage, habe ich dir doch gerade eine Möglichkeit geboten, dass du gar nicht in die Öffentlichkeit musst. Ja, stimmt. Das ist wie bei der Hochzeitsfotografie. Hochzeitsfotografie, Direktakquise, unheimlich schwer. Kannst du auf einer Hochzeit machen. Da sind ein Haufen Gäste. Wenn du Glück hast, schiebt dir jemand eine Visitenkarte zu, der sagt, pass mal auf, ich heirate demnächst. Aber über Social Media Leute zu gewinnen, die zu heiraten, unheimlich schwer. Mhm. Aber
auf Social Media Leute zu haben, die 100% jemanden im Bekanntenkreis haben, der oder die bald heiratet, ist super einfach. Das heißt, du musst schauen, dass du Mitstreiter findest, die dir die Kunden zuspielen. Mhm. Und damit sie dir die Kunden zuspielen, musst du es lukrativ für die Menschen machen. Das heißt, als Beispiel, mach doch so einen Aufruf, Leute, lasst uns den Menschen da draußen helfen, die noch kein Englisch können, denen einfach so viel verwehrt bleibt, die die Filme nicht in Originalsprache schauen können, die viele Musiklieder nicht verstehen, Rap, Hip-Hop, die mitrappen, aber nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Lasst uns doch so vielen Menschen helfen, die nicht die Möglichkeit hatten, Englisch zu lernen. So, jetzt machst du alle zu deinen Mitstreitern. Mhm. Und die müssen verstehen, dass es dir nicht im Kern ums Geld geht. Ja. Aber die brauchen trotzdem eine kleine Entschädigung für ihren Elan. Hast du eine Facebook-Gruppe gegründet? Nein. Wo ist die Plattform, wo man sich trifft, um an dieser Mission gemeinsam sich zu beteiligen? Stimmt, also im Moment bin ich ja wirklich nur auf noch Einzelkämpfer. Auf Instagram. Auf, ja, ich wage mich ja langsam vor. Ich muss ja sagen, wie gesagt, mit den passiven Produkten, die funktionieren super gut, aber ich will da jetzt auch aktives machen. Also das Ding ist, wie gesagt, ich glaube, Anja, dass ganz viele, die jetzt zuschauen, in ihrem Bekanntenkreis Menschen haben, die es verdienen, etwas Englisch zu lernen, um mehr zu verstehen. Auf jeden Fall, 100%. So, und jetzt musst du diesen Menschen, du kümmerst dich nicht um den Endkunden. Du musst den Menschen, für die Menschen was überlegen, die dir die Menschen bringen. Ja, super Punkt. Weil wenn ich dir jetzt jemanden empfehle, dann hat die Person schon eigentlich gebucht. Ich verkaufe dir das schon. Wenn du was hast für 500 Euro, dann gehe ich schon zu einem Kumpel. Ich habe einen Kumpel, Tommy. Katja ist da. Mhm. Der Katja Jakobs ist hier. Wie oft hängt der Tommy da und denkt, oh, was bedeutet das nochmal so? Ja. So, das ist, ich habe viele Bekannte, die einigermaßen Englisch können. Und wenn du musst doch denen nicht das Englisch beibringen, dass sie Geschäftsenglisch können. Einfach mal so ein bisschen was. Wo ist so ein 200-Euro-Format? Ich verkaufe das denen schon. Gib mir 100 Euro davon, ich besorge dir die Kunden schon. Ja. Solange am Ende Tommy oder irgendjemand meiner Freunde gewinnt, ist alles in Ordnung. Aber denke mal mehr in den helfenden Mitstreitern. Denk weniger an dich und weniger an den Endkunden. Denk mal an die Menschen, die dir helfen können, diese Mission weiter zu verbreiten. Ja, das ist eine super Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so auf diesen Endkunden fokussiert und überlegt, wo ist der, wie kann ich den erreichen. Lass andere den finden, die sind alle schon da. Ja, ist viel besser. Also du brauchst so eine Art Plattform, wo dann andere auch einen Obolus, eine Kleinigkeit dran verdienen, wenn sie ihr Menschen rüberschicken. Und dann, klar, wenn die Menschen kommen, brauchst du fertige Produkte. Für jemand, der nur ein bisschen Englisch lernen will, erstmal durchblicken will, dann für jemand, der vielleicht schon, der jetzt nach Amerika geht und sagt, ich brauche einen Crashkurs, da muss es dann verschiedene Produkte geben. Genau. Nee, und eigentlich, ja, wenn du es jetzt so sagst, fällt es mir auch wie Schuppen von den Augen. Eigentlich bin ich selber doof. Weil ich habe meine Kurse und auch meine Dienstleistungen, kann man auf Elopage, habe ich da einen Shop. Ich könnte da ganz einfach so einen Affiliate-Gutschein anlegen. Genau, aber es geht, der Gutschein ist nur das Mittel zum Zweck. Ja. Was du brauchst, ist dein Mindset, dich auf die Menschen, helft mir, lass zusammen. Super. Also wenn irgendjemand in der Academy Lust hat, kontaktiert mich. Ja, guck mal in den Chat, da ging schon ab, ohne Ende. Oh wow, okay. Danke. Google dir Namen, Freunde, aber war auch eine Website drin. Super. Okay, machen wir weiter. Viel Erfolg, Anja, wir bleiben in Kontakt. Danke. Wie gesagt, den André nehmen wir noch dran. Wer ist Elli Fotozeit? Ist sie in der Academy? War noch nie beim Live-Coaching, oder? Anita? Elli ist, glaube ich, ganz neu in der Academy. Ganz neu? Also wenn sie in der Academy ist, nehme ich sie noch dran. Machen wir eine Ausnahme. Jetzt machen wir erstmal einen André. André. Kelvin und Community, hallo, servus, grüezi. Wieso sehe ich kein Bild? Habt ihr ein Bild gesehen? Ja. Ja. Nee, manche schütteln den Kopf. Sag nochmal, André, wer bist du? Ah, jetzt, wer bist du? Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Alles klar, ich musste erst wieder das Bild haben.
Kelvin Community, hallo, servus, grüezi Sie. Hört jetzt gut zu. Jetzt bin ich gespannt, André, auf dein Pitch. Mit den köstlichen Fondues aus Schweizer Bergkäse bereitet dir, deiner Familie und deinen Bekannten einen genussvollen und köstlichen Fondue-Abend. Meine Frage. Okay, also Käse, du bist oder ihr seid die Käse-Fondue-Experten überall. Genau, im deutschsprachigen Raum bis auch nach Mallorca die Käse-Fondue-Macher. Aha, habe ich verstanden. Ja. Jetzt will ich ein Fondue. Genau, nicht Käsekuchen, sondern Käsefondue. Oh ja, das ist ein Unterschied, das muss man erwähnen, ja. Aber schmeckt beides gut. Also, nun die zwei Fragen. Die erste Frage, Themenbereich wahrgenommene Kompetenz, Starband. Wir möchten ein Video machen, wie wir das Fondue herstellen. Sehr gut. Sollen wir zeigen, wie wir, die zwei Geschäftsführer, persönlich das Fondue abfüllen, etikettieren? Wir haben jetzt keine Mitarbeiter. Und daran auch parallel die Frage in der Facebook-Gruppe. Wenn eine Frage kommt zum Käsefondue, ich möchte antworten, soll ich lieber 3 Stunden warten, bis einer antwortet, oder soll ich gleich? Denn sonst könnte man ja meinen, der Star, der Chef, der hat nichts zu tun, beziehungsweise der Star muss noch selber das Käsefondue abfüllen, weil wir natürlich keine Mitarbeiter haben. Was schätzt du, wie lange ich brauche, wenn ein Academy-Teilnehmer mir eine WhatsApp-Nachricht schickt? Was denkst du, wo liegt mein Schnitt? Also wenn du nicht gerade mit einer beschäftigt bist, 10 Minuten. Wenn überhaupt. Ja, denke ich. Und sagen dann die Leute, wow, geil? Oder sagen sie, oh, bei dem läuft nicht? Nee, ich denke, das Erste sagen sie schon. Die würden sagen, der ist gut organisiert. Aber man könnte jetzt auch sagen, der Chef muss selber die Becher zumachen. Der antwortet so schnell. Der musste doch auch, oder? Ihr habt ja keine Mitarbeiter. Ja, genau, ja. Aber ja, das also, ist nicht der Star. Ist es der Star? Dann stell doch welche ein, dann musst du nicht mehr. Genau, geht. Also die Frage ist natürlich oben und unten. Wie weit gehe ich nach unten? Um mich quasi Starbahn-Strategie. Genau. Was fühlt sich für dich besser an? Na, ich möchte schon authentisch den Leuten zeigen, wie wir es dann machen. Also von daher kann der Chef natürlich auch quasi die Lehrlingsaufgaben machen. Nur es soll jetzt bei den Leuten, die unser Produkt kaufen, dass es sehr hochpreisig ist und sehr, sehr gut, nicht der Eindruck erscheinen, also die Knilche, die Knechte, die haben es doch nötig und müssen das selber rummachen. Aber habt ihr doch. Ja. Dann stell's ab. Ich weiß, was du meinst. Und es ist so eine Mischung. Früher hätte ich gesagt, nee, brauchst du nicht zeigen, lass es weg. Heute würde ich sagen, spiel dir in die Karten. Weil das Gesellschaftsbild, klar, jetzt muss man auch unterscheiden, in welcher Branche ihr seid, in der Schweiz und wen ihr beliefert. Da macht es keinen Sinn, mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, wir machen das alles selbst. Ne? Du musst einfach nicht zeigen. Du sollst nur nicht lügen. Okay? So viel wie notwendig quasi. Genau. Und bei so einer Weiterbildung kann man das charmant verpacken, dass man sagen, so, das machen wir jetzt selber. Du musst ja jetzt sagen, das machen wir selber wie immer. Das machen wir jetzt selber. Also du kannst hier und da natürlich schon ein bisschen was weglassen, weil es leider auch Menschen gibt, die da in Liegen denken, oh, machen sie selber, nee. Und das ist halt so. Ne? Wenn ich jetzt noch ein altes Auto hätte, was irgendwie nicht funktioniert, weil ich mir gerade kein besseres leisten kann, weil gerade das Finanzamt angeklopft hat, dann muss ich das nicht zur Schau stellen. Dann kann ich es ein bisschen umschreiben. Aber wenn es halt langfristig so ist, dann würde ich halt auch irgendwann mal die Karten auf den Tisch legen. Also ich würde da so einen Mittelweg gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir sind echt in einer Zeit, wo du das auch gut verpacken kannst. Und wenn ihr das jetzt selber macht, dann bau doch einfach mal so ein Sprüchlein ein eines Schweizers, wo du sagst, ja, jetzt denkt ihr bestimmt, machen die alle selber, können die sich keine Leute leisten? Können wir? Wir investieren aber lieber in andere Dinge und machen es noch selber, packen selbst an, weil es Spaß macht, weil es uns mit Liebe erfüllt. Deswegen verpacke ich meine Produkte noch selbst. Der Business Booster wird selbst versandt. Und mein Team hat schon oft gesagt, wollen wir das nicht auslagern? Ich sage, nee, wir lagern nicht aus, weil es ein Teil des Prozesses ist, die Aufkleber drauf zu machen, weil es sich geil anfühlt, gerade zu Beginn. Aha. So, und später machen das 80 Leute für uns. Aber jetzt genießen wir gerade noch die Show. Genau, dann kommt es auch Weise, wie du es verpackst. Ja,
Also die möglichen negativen Sachen möglichst positiv natürlich verpacken. Ja, für dich negativ und für einen ganz kleinen. Aber guck mal, im Chat haben auch manche geschrieben, authentisch, finde ich gut und so. Ich glaube, vieles ist gar nicht so negativ, wie du denkst. Also im engeren Kreis, authentisch, Stories, mach dir keine Ding. Und wenn es in die Werbung nach draußen geht, braucht man das jetzt nicht unbedingt nach draußen dreschen. Okay, gut, danke. Macht euch da keinen Kopf. Weil alles, was Anpassen und Verstellen angeht, ja, aber du hast es schon schön im Griff mit der Starband-Strategie und das kann man durchaus auch mal sagen, so, guck mal, jetzt erfahren es auch viele. Ist es schlimm? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Gut. Zweite Frage noch, auch eine spannende Mindset-Frage. Viele, insbesondere Deutsche, sagen, Käsefondue ist Weihnachten, Silvester. So, Mindset, unser Wunsch natürlich, wir zeigen den, wir möchten ihn zeigen mit Rezepten, mit Fondue essen auf der Terrasse im Sommer vom See. Man kann das ganze Jahr machen, fast das Geil! Jahr. So, mit welchen Mitteln kann man dies den Leuten noch beibringen, um die Blockade im Kopf zu lösen? Okay, angenommen, spielst du Computerspiele? Nein. Was denkst du, wäre für mich die beste Möglichkeit, dich dazu zu bringen, dass du Computerspiele spielst? Ja, was man da lernen kann, was das Gute da ist, was es mir bringt, was ich für Nutzen habe. Bist du so ein Ratio-Typ? Ja, zum Teil schon, ja. Okay, und jetzt musst du gucken, wie deine Zielgruppe ist. Was wäre, wenn du mir zuschaust, wie ich spiele und siehst, wie viel Spaß ich habe und wie das Leuchten in meinen Augen ist, könnte das dazu führen, dass du vielleicht denkst, ich dachte immer, Computerspielen ist was für junge Kids, aber scheinbar, könnte das dazu führen? Ja, das könnte ansteckend sein, ja. Ah, jetzt gehen wir wieder aufs Käsefondue, was ja nur an Heiligabend und so weiter geht. Was könnte passieren, wenn ich denn sehe, wie du voller Leidenschaft im Hochsommer da was zubereitest? Na, ich überlege mir das, beziehungsweise ich probiere es aus. Und das natürlich kombiniert, ist der Typ mir sympathisch, kommt authentisch rüber. Ich denke, das ist dann die Kombination, die dann stimmen muss. Ich will sehen. Ich will sehen, wie du es zubereitest. Aha. Ich will sehen, wie du mir sagst, da hast du gedacht, nur Winter? Nee, meine Freunde. Ein Käsekuchen gibt es auch zum Frühstück. Entschuldigung. Genau. Also übrigens, ich esse Käsekuchen zum Frühstück auch mal. Meine Familie sagt immer, das isst man nur mittags. Da sage ich, wo? Wieso isst man das nur mittags? Wer sagt das? Wieso schmeckt ein Käsekuchen morgens nicht? Mir schmeckt der gut. Mir schmeckt ein Käsekuchen morgens gut. Und mir schmecken auch Weißwürste nachmittags gut. Und nicht nur zum Frühstück. Also Vorbild sein und so lange quasi über Social Media den Leuten das beibringen, bis die nach und nach glauben, jetzt muss ich es mal probieren. Beibringen habe ich nicht gesagt. Zeigen, sodass ich machen, selbst machen. Selbst, ja. Ich bringe dir nicht bei, wie ich zocke. Ich bring's dir nicht bei. Ich mach's. Und du siehst, wie ich es mache. Und wunderst dich. Hä? Jetzt im Sommer, ja. Und dann entstehen Fragen. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, wie oft zeigt ihr mir Käsefondue und so weiter? Also möglichst oft natürlich im Sommer, im Frühling, ja. Immer, okay. Kann man doch bestimmt immer, oder? Ja, geht immer. Also wenn, André, die größte Mission ist es, mich davon zu überzeugen. Also mit Käsekuchen, mit Käse hast du mich schon mal, aber wenn du mich überzeugst, überzeugst du alle. Okay, gut. Guck mal, da sind schon ganz viele Fragen, ne? Also schau da auch nochmal in den Chat rein, da ist vielleicht auch nochmal ein bisschen Inspiration dabei. Gut, danke. André, schön, dass du mit dabei bist und ich freue mich auf den weiteren Weg. Gut, danke schön. So, Elli. Oh, Tommy ist im Hintergrund, habe ich gerade gesehen. Der scheißt mich später zusammen. Elli, bist du die Elli von Last of Us? Nee, ich heiße ganz normal Elke Müller und Elke Müller ist ein Sammelbegriff, sage ich immer. Und ah, geil. Okay, was machst du, Elli? Du bist neu, ne? Also, ich bin niegelnagelneu. Ja. Nagelneu. Ich bin Fotografin aus Wandlitz und fotografiere Menschen. Und zwar ich bin so neu, dass ich mit dem Pitch jetzt noch richtig Probleme habe. Elli, jetzt erinnere ich mich an unseren Call. Da hast du auch gesagt, dass du nervös bist und so, ne? Ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Okay, jetzt bist du wieder
Also du bist eine Fotografin. Genau, ich bin Fotografin aus Wandlitz. Ich halte die Menschen in Erinnerung fest. Und mein Lieblingsthema dabei ist, die Schönheit der Menschen zu sehen. Dass jeder seine schönen Seiten hat. Okay, und Elli, du kannst auch einfach nur sagen, dass du sau gerne fotografierst. Oh ja. Die liebsten Menschen. Ja, ja. Manchmal bedarf es gar nicht groß, weil du bringst so eine Energie rüber, da langt auch einmal nur, wenn du sagst, ich fotografiere einfach nur gerne Menschen. So. Das ist wirklich so. Ja, super. Das ist der beste Pitch. Und es muss nicht okay. immer, es muss nicht immer irgendwie ein Sprüchlein sein. Was ist deine Frage? Ich habe natürlich eine Anfängerfrage und hoffe, dass ich die anderen jetzt nicht damit langweile. Ich komme über meine Zielgruppe-Definition nicht drüber. Stopp. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich komme. Also, nee, pass mal auf. So. Das ist jetzt für alle. Dadurch, dass du relativ neu in der Academy bist und ich mich auch an das Telefonat von uns erinnere. Okay. Und eine große Baustelle wird bei uns sein, dein Mindset, deine Denkweise. Ja. Ja. Und eine Sache will ich nie wieder von dir hören, solange du in der Academy bist. Eine Vorabbeurteilung. Du hast gerade gesagt, du hast eine Anfängerfrage. Lass uns mal drüber reden. Woher nimmst du dir das Recht raus, zu behaupten, dass es eine Anfängerfrage ist? Und ich frage dich jetzt, was ist, wenn es keine Anfängerfrage ist? Dann hast du die Leute belogen, richtig? Das stimmt. Warum sagst du, es ist eine Anfängerfrage? Bist du wirklich in der Lage, das zu beurteilen? Weil sie von einem Anfänger kommt? Du bist kein Anfänger. Weil ich so super Fragen gehört habe und so viel gelernt habe und denke, alle haben den Grundkurs durch und denken so, okay. Brauchst du alles nicht. So, okay. Der zweite Faktor in deiner Aussage gerade war, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Jupp. Allein diese Aussage ist pure Langeweile und davon hat niemand von uns was, außer die Tatsache, dass alles, was danach kommt, kritischer betrachtet wird, wie wenn du es nicht gesagt hättest. Okay. Deswegen lass das alles weg. Du stellst einfach nur deine Frage und hör auf, dich vorab selbst zu beurteilen. Wow. Das macht alles nur noch schlechter, als es ist. Okay. Ja, wahrscheinlich hast du jetzt eine tolle Frage. Wahrscheinlich langweiligst du überhaupt nicht. Aber durch deine Vorabbeurteilung nimmst du uns die Möglichkeit, neutral ranzugehen. Okay. Jetzt deine Frage. Jetzt meine Frage. Eigentlich ist es so eine Nein, nicht beurteilen. Nein, es ist eine In- und In-Frage. Und zwar Zielgruppen definieren fällt mir ganz schwer, weil ich jetzt sehr, sehr oft gehört habe, dass man sich spezialisieren soll. Und ich aber als Fotografin wirklich viele Dinge bediene. Also ich... Und jetzt kommen wir langsam zu der Frage. Genau. Was ist die Frage? Also ich mache Hochzeitsfotos, Kita-Fotografie. Das ist keine Frage. Nein, um zu sagen, dass es wirklich ganz viel sind. Und jetzt... Lass mich die Informationen holen, die ich benötige. Jetzt komme ich nicht hin, eine Zielgruppe mir zu erstellen, weil ich habe ja nicht nur die Hochzeiten, die ich ansprechen möchte. Stopp, Elli, eine Frage. Wie kann ich jetzt meine Zielgruppe finden? Ich hänge da hin und her. Das war auch wieder eine Beurteilung. Ja, ich hänge ja durch. Ich versuche seit, glaube ich, 4 Tagen eine Zielgruppe zu definieren. Das ist wieder eine Information, die ist jetzt erstmal nicht relevant. Lass mich die einholen. Okay. Also, was ich haben will, ist nur die Frage. Deine Frage ist jetzt, wie komme ich an meine Zielgruppe, richtig? Genau, wie definiere ich eine Zielgruppe für mich? Zielgruppenanalyse habe ich durch, aber wie gesagt, ich habe ja viele. Warte, wieso lässt du mich nicht antworten oder willst du jetzt selber beantworten? Nee, ich habe jetzt von Andi an alle Zielgruppenanalyse gelesen, sorry. Das sind alles Informationen, die brauche ich nicht. Also nochmal deine Frage. Wie definiere ich meine Zielgruppe, wenn ich so breit gefächert fotografiere? Ah, wunderbar. Das war eine Geburt, hey Freunde. Das war eine Geburt. Sehr gut, sehr gut. Weil jetzt bist du klar im Kopf. Dieses ganze Blabla davor, weißt du, das verwirrt dich ja nur extrem. Also okay. Wie definierst du deine eigene Zielgruppe, wenn du sehr breit aufgestellt bist? So. Hast du mein letztes Facebook-Video gesehen in der Academy? Stichwort, haltet euch nicht an dem Beruf fest.
Das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass wir, es könnte sein, dass wir auch in eine andere Richtung gucken. Aber wir haben auch im Telefon drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wir leben nicht in der Zeit, wo du dich für eine Sache entscheiden musst. Ja. Das ist gefährlich, gerade jetzt nächstes Jahr. Mhm. Was habe ich dir gesagt, als wir unseren Call hatten? Wenn du in die Academy kommst, zu was musst du bereit sein? Mich zu ändern, neue Dinge anzufangen. Okay, und das bedeutet, wenn du jetzt merkst, dass du Probleme hast, dich für einen Personenkreis festzulegen und wenn du merkst, das bremst dich, wozu dann festlegen? Wäre nicht auch die Möglichkeit, dass du sagst, pass mal auf, ich nehme den Druck raus, ist eh alles schon viel Druck, mach doch einfach. Würde das in die Karten spielen fürs nächste Jahr? Weil ich sage, ihr braucht euch nirgendwo orientieren. Ich wollte jetzt ganz ordentlich so Step by Step die Aufgaben lösen und da war eben Teil Zielgruppe definieren bei. Und was wird empfohlen im Kurs? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die ich empfehle, um an eine Zielgruppe zu kommen. Naja, ich kenne es über einen Avatar, der für mich. Kommst du an den Avatar? Der für mich aber so nicht mehr funktioniert, weil wenn ich einen Hochzeitsavatar habe. Nein, ich empfehle ja in der Academy mehrere Möglichkeiten, wie du an eine Zielgruppe kommst. Kannst du die zusammenfassen? Na, schönes Ding. Ich kann dir auch helfen, wenn du jetzt dran kommst, nicht will. Dass ich. Moment, jetzt bin ich überfordert. Pass auf, ich helfe dir. Die eine Möglichkeit, an eine Zielgruppe zu kommen, ist ja zum Beispiel dein altes Ich. Ne? Also im Coaching ist das ganz oft so, dass man sagt, so war ich vor 10 Jahren, das hätte ich mir damals gewünscht, das biete ich jetzt an. Eine andere Möglichkeit an eine Zielgruppe ist, zu kommen, an einen vergangenen Kunden zu denken, der besonders toll war, wo du sagst, Mensch, also für so eine Person würde ich gerne permanent gerne fotografieren. Da fällt dir jetzt vielleicht in deinem Bekanntenkreis oder in den vergangenen Kunden ein Job ein, wo du sagst, oh, also davon gerne mehr. Okay. So, welches Problem hast du jetzt, dich für diese Zielgruppe zu entscheiden? Weil dann andere wegfallen, die du auch gerne machen würdest. So, okay. Ganz ehrlich, jetzt folgst du deiner Leidenschaft. Ja. Das ist jetzt eine Ausnahme. Die Ausnahme ist, und es gibt noch einen Satz, vielleicht hast du den in der Academy noch nicht gehört. Die Spezialisierung wird dann erst wichtiger, je hochpreisiger du gehst. Okay, ja. Du musst dich, solange du jetzt noch nicht für ein Shooting 3.000, 4.000, 5.000 Euro willst, solange du auch sagst, 1.000 Euro sind okay oder 800 Euro sind okay, musst du dich gar nicht so arg spezialisieren. Okay, das ist neu für mich. Aber ich sag das auch. Ja. Das ist so, weißt du, wenn du in einer Sache merkst, du kommst nicht weiter und das frustet dich auch, dann überspringst, dann lass es doch. Okay. Dankeschön. Ich habe doch in dem Facebook-Video gesagt, schau es dir gerne nochmal an in der Facebook-Gruppe. Das ist auch auf der Startseite im Mitgliederbereich. Da habe ich gesagt, wenn du einer Person begegnest, der du was Gutes tun kannst, dann mach's. Und verlangen für deine Zeit Geld. Und scheiß drauf, ob es in dein Berufsbild passt oder nicht. Wir sind jetzt nicht in Zeiten, und in der bist du auch nicht, ich erinnere mich ans Gespräch, wo du sagen kannst, ich such's mir raus. Wenn du jemand helfen kannst, wenn du jemand was Gutes tun kannst, dann noch mit einer Sache, die dich erfüllt, scheiß auf die Spezialisierung. Mach's einfach. Dankeschön. Dann überspringst du das. Ja, okay. Erst später, wenn du jetzt zum Beispiel für ein Shooting 5.000 Euro verlangst, dann werde ich, und ich sehe, du fotografierst auch noch Hunde, Katzen, Produkte, Hochzeiten, Kinder und verlangst dann 5.000 Euro, dann fühlt sich das komisch an. Weil ich will wissen, warum bist du so teuer? Und du kannst dann nicht sagen, weil mein Leben die Hochzeitsfotografie ist. Ich denke an nichts anderes. Ja, Moment, du machst doch Produktfotos, du machst doch Babyfotos. Weißt du, es funktioniert nicht. Aber du kannst 5.000 Euro für einen Tag verlangen, wenn du sagst, Freunde, ich stehe morgens auf und denke an die Babyfotografie.
mein Leben ist Babyfotografie. Es gibt nichts anderes in meinem Leben. Dann kannst du 5.000 Euro verlangen. Wenn du aber sagst, es gibt für mich nichts anderes als Fotografie, ist mir scheißegal, wer mir vor die Kamera kommt, ich mache alles schön. Ich habe mit allen Spaß. Dann bist du sehr breit aufgestellt, dann kannst du wahrscheinlich keine 5.000 Euro verlangen. Okay. Also, als die Academy gegründet wurde, war vor 1,5 Jahren, da waren wir nicht jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind. Und ganz ehrlich, jetzt kann es gerne auch breiter rausgehen. Bei mir läuft es extrem gut, ich kann immer noch ablehnen. Aber wäre ich jetzt in der Situation, wo ich sage, jetzt muss langsam mal was passieren, es könnte jetzt ein bisschen eng werden. Ganz ehrlich, wenn zu mir jemand kommt und sagt, Kelvin, ich will wissen hier, wie du Call of Duty zockst, bring mir das bei, dann sage ich, leg 2.000 Euro hin und wir setzen uns einen Tag zusammen. Das entspricht nicht meinem Tagessatz, nicht meiner Kernding. Yo, ich hätte Bock drauf, let's do it. Es geht ums Überleben. Was ist das Fazit jetzt, Elli? Locker lassen? Mhm. Nicht was so machst eng, du jetzt? Ja, nicht so engstirnig auf eine Zielgruppe schauen, sondern ich werde jetzt, ich hatte auch, als du gesprochen hast, wirklich sofort einen Auftrag im Kopf, der mir Spaß gemacht hat. Und den werde ich hier nehmen und das so als Haupt Grund nehmen und das andere drumherum stricken. Also diesen einen nehmen, das ist gut. Später, erst viel später wird sich spezialisiert. Ja. In deren oberen Liga, ganz oben in der Liga, wo du jetzt vielleicht schon fotografisch bist, aber halt noch nicht vom Business, da muss ich spezialisiert werden. Und am Anfang lass dir den Schwung nicht nehmen wegen irgendeiner Zielgruppe oder wegen irgendwas. Dankeschön. Sehr, sehr cool. Gerade in der jetzigen Zeit. Wenn du jetzt natürlich merkst, du kriegst Anfragen, keine Ahnung, wenn du jetzt gut tanzen könntest oder Ernährung, da muss man natürlich schon ein bisschen in der Spur bleiben, weil ja die Fotografie deine Leidenschaft ist. Aber mach dir da jetzt nicht einen allzu großen Druck. Super. Und gib dir noch Zeit, du bist ganz frisch. Ja, danke. Und großes Kompliment, dass du jetzt schon in einem Live-Coaching dabei warst. Ja, hab auch gezittert. Du bist vor 2 Wochen oder so, ne? Oder vor 10 Tagen? Ja, genau. Tagen? Bist du nicht mal im Hauptteil? Ich bin mittendrin, im ersten Teil, im Grundteil noch. Ja. Also, lass dir noch ein bisschen Zeit, ne? Danke. Wir sehen uns. Danke. Bis dann. Ja, Freunde, da bin ich ja froh, dass ich die Elli noch dran genommen habe. Hey. Das ist doch... Freunde, schreibt mal in den Chat, wie hat es euch gefallen? Konnt ihr ein bisschen was mitnehmen? War das ein Format, wo ihr sagt, also ich finde, wenn ich das jetzt zurückreflektiere, ich habe das Coaching gemacht wie immer, ein bisschen allgemeiner drauf eingegangen. Bei Elli habe ich jetzt schon das Level gefahren, wie es eigentlich immer in der Academy oft ist. Gegen Ende hat sich ein bisschen zugespitzt von der Straffheit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es groß anders gemacht. Also so laufen die Coachings eigentlich immer ab. Wie gesagt, ein bisschen länger manchmal. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe jetzt ein bisschen mehr vorgegeben. Ne? Normalerweise als Coach führst du mehr zu den Fragen und ich habe jetzt so ein bisschen mehr in Tipps gesprochen, habe nicht so viel erarbeitet. Das lag daran, weil wir sehr viele Fragen hatten, sehr viele Zuschauer. Da wollte ich jetzt viele Tipps geben. Normalerweise haben wir vielleicht 7 bis 8 Fragen. Da wird hier und da vielleicht ein bisschen mehr erarbeitet. Also aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, das war schon so, wie es immer war. Okay. Und Leute, es gibt keinen Sonderdeal. Also wenn ihr bereit seid für die Academy oder für dein eigenes Business, Anita, vielleicht kannst du nochmal die 2 Links unten reinposten. Das sind die 2 Coaching-Formate, wo es regelmäßig Live-Coachings gibt. Dein eigenes Business für alle, die am Anfang stehen und die Academy für alle, die schon was haben. Und beide Formate gibt es dieses Jahr noch etwas günstiger. Das haben wir aber nicht gemacht, weil jetzt gerade eine Aktion ist, sondern wegen Corona. Und das wird, ich schätze, zum Jahreswechsel spätestens Ende Januar, ich denke eher Anfang Januar, machen wir wieder den normalen Preis. Die Academy ist 500 Euro günstiger und dein eigenes Business, glaube ich, 200 Euro. Bin ich mir jetzt sicher. Also wenn ihr noch in die Academy rein wollt oder in dein eigenes Business, überlegt es euch. Dann, wenn ihr euch bereit fühlt. Und es gibt auch eine Ratenzahlung.
die startet irgendwie bei 160 Euro im Monat, bei deinem eigenen Business. Also das geht. Wer das Geld nicht hat, der braucht eh nicht drüber nachdenken, in die Academy zu kommen. Also, ne, das ist so Stand der Dinge. Ansonsten lasst euch Zeit. Also, es muss vom Herzen kommen, so. Das ist wichtig, ist, muss immer alles authentisch sein. Okay, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank für das nette Feedback hier im Chat. Freut mich wirklich sehr. Und ich freue mich noch auf die weitere Reise. Ach so, und jetzt, sorry, jetzt muss ich noch was einbringen für die Academy-Teilnehmer, weil so mache ich das auch immer bei den Live-Coachings. An die Academy-Teilnehmer, Freunde, gut zuhören. Am 15. Januar gibt es nur für Academy-Teilnehmer ein exklusives Tagesseminar. Kostet extra 200 Euro. Community Building. Freunde, dieses Tagesseminar gibt es, ich wähle die Themen immer nach dem heißesten Shit überhaupt. Und kein Thema ist im Moment heißer, wie sich eine kleine, fundierte Community aufzubauen und mit der ihren Weg zu gehen. Da geht es auch um Stammkundenbindung, um Familie und ich werde einen Tag lang Case Studies präsentieren, Strategien, viel Psychologie am 15. Januar. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich weiß nicht, wie viele, die jetzt nicht in der Academy sind, buchen würden, weil sie das gerne in Anspruch nehmen wollen würden. Das ist nur für Academy-Teilnehmer. Das basiert auch auf die Inhalte der Academy. Und seh das wirklich, 200 Euro. Ich mache keine Tagesseminare mehr zu dem Preis. Ich hätte euch gerne dabei. Schaut, dass ihr dabei seid. Geht in den Mitgliederbereich, dort findet ihr das und sei dabei. Natürlich nur, wenn es gerade möglich ist mit den 200 Euro. Das ist wirklich eine Zugabe und das ist wirklich ein geiles Ding. Einige sind ja schon dabei von euch. Ansonsten die nächsten Live-Coaching-Formate am 12. Also, wir haben ein Zoom-Event. Am 6. Januar für Academy-Teilnehmer gratis. Zielsetzung, bitte da auch alle dabei sein oder die Aufzeichnung schauen. Das ist für alle öffentlich. Das nächste Zoom-Event inklusive Aufzeichnung gibt es immer im Store. Dann haben wir nächste Woche am 15., übernächste Woche am 12. ein Live-Coaching mit John. Spezialgast, da geht es um das Thema Online-Shops. Da kriegt ihr aber noch Infos. Ah, und nächste Woche, am 6. ist das Seminar und am 7. ist das Live-Coaching. Da könnt ihr direkt eure Fragen stellen zum 6., wenn da irgendwie noch was unklar war. Also 6. und 7. viel gratis Weiterbildung für Academy-Teilnehmer. Auch da dabei sein. Aber ihr seht ja alles im Backend. So, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst uns alle gerne in Kontakt bleiben. Egal wo, auf Instagram, Academy, dein eigenes Bild, egal wo, ihr seid überall willkommen. Ich freue mich drauf. Und bis die Tage. Ja, und übermorgen ist Werwolf spielen. Genau, auch Academy-Teilnehmer. Mensch, schaut einfach in die Facebook-Gruppe. Ich komme selber nicht mehr mit. Bin raus. Bis dann. Christina, wir haben vorhin übrigens Happy Birthday, ne? Im Chat gepostet. Ich hoffe, du hast es mitbekommen. Bin raus. Bis dann. Vom Soldat zum Unternehmer. Von 0 auf über 250.000 Follower auf Social Media. Nicht nur Coach, sondern auch Mentor. Hey Kelvin, ich muss dir noch tausend Mal Danke sagen. Danke. Danke für alles, was du bis jetzt für mich gemacht hast. Das ist der Hammer. Danke für deine ganzen geilen Tipps. Es ist so, so, so krass, wohin das alles geführt hat. Du bekommst Kelvins beste Strategien in einem brandneuen Coaching-Format mit exklusivem Content und persönlichem Support, Masterminds und Live-Coachings. Der Beginn einer langfristigen Kooperation. Es wird Zeit, etwas zu verändern. Die Business Bootcamp Academy.